Yo Leute, was geht? Hoffe alles okay bei euch. Heute gehen wir auf Michael Jackson ein. Da er fast ein halbes Jahrhundert in der Musikindustrie tätig war, ist es schwer, sein ganzes Leben in so ein kleines Video zu machen. Wenn also ein paar Sachen fehlen, wisst ihr warum. Auf jeden Fall gehen wir heute auf die Geschichten ein, die um seinen Tod gehen. Wie viele Promis, die auf einmal sterben, hat auch er vor seinem Tod ein paar komische Sachen gesagt. Auch gehen wir auf das Gerücht ein, dass sein Partner Sony Music Publishing, mit der er 1995 Sony ATV gegründet hat, für seinen Tod verantwortlich sein soll. Denn er hat die Hälfte der gemeinsamen Firma Sony ATV besessen. Um genau zu sein, die Hälfte vom Back-Katalog. Back-Katalog ist ein Begriff der Musikwirtschaft und bezeichnet, ähnlich wie im Buch- und Verlagswesen, die Gesamtheit derjenigen Musiktitel einer Plattenfirma. Also die Rechte an den Songs. Es geht um weltbekannte Titel und unglaubliche Summen, die jedes Jahr nur durch Rechte ausgezahlt wurden. Die Agentur Reuters verglich das mal mit einer Lizenz zum Gelddrucken. Michael Jackson soll allein durch seinen Katalog ca. 45 Millionen Dollar jedes Jahr gemacht haben. Andere Quellen sagen bis zu 125 Millionen Dollar. Letztendlich ist er oft in die Öffentlichkeit getreten und hat sein Label bloßgestellt. Sein Vater und seine Schwester behaupten, dass eine Person aus seinem nahen Umfeld was mit seinem Tod zu tun gehabt hat. Und es soll nicht der Arzt gewesen sein. Vor seinem Tod hat er ein paar auffällige Sachen gesagt und behauptet, dass Leute ihn aus dem Weg räumen wollen. Heute gehen wir näher auf diese Geschichte ein. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonnier und aktivier die Glocke. Danke im Voraus. I think what Michael was more about, it was power. Because he was super smart. Overnight, they called me a freak. Yes. They called me a homosexual. They called me a chaster. I can't comment on it. There's a lot of conspiracy. Micah knew something was going to happen to him before it happened. But he told his mother, said, they are going to kill me for my publishing. When I found out he had actually passed, I said, no, it wasn't an accident. He was murdered. I'm going to say it out there straight for everybody listening. My uncle didn't die. He was murdered. I feel the same thing about Prince. Conrad Murray is simply the fall guy. Michael Joseph Jackson ist am 29. April 1958 geboren und war ein US-amerikanischer Sänger, Songwriter, Tänzer und Philanthrop. In seiner Karriere machten ihn seine Beiträge zu Musik, Tanz und Mode zusammen mit seinem veröffentlichten Privatleben zu einer der bekanntesten Personen der Welt. Als achtes Kind der Familie Jackson gab Michael 1964 sein professionelles Debüt mit seinen älteren Brüdern Jackie, Tito, Jermaine und Marlon als Mitglied der Jackson 5, später bekannt als die Jacksons. Er begann seine Solokarriere 1971 bei Motown Records. Mit seinem Album Off The Wall, das 1979 released wurde, wurde er zum Solostar. Das Album verkaufte sich mehr als 20 Millionen Mal. Seine Musikvideos, darunter die für Beat It, Billie Jean und Thriller von seinem Album Thriller von 1982, legten eine neue Messlatte für Musikvideos. Thriller wurde zum meistverkauften Album aller Zeiten, mit über 66 Millionen verkauften Einheiten. Bad wurde das erste Album, das 5 US Billboard Top 100 Nummer 1 Singles produzierte und über 35 Millionen Mal verkauft wurde. Ab den späten 1980er Jahren wurde Jackson aufgrund seines sich verändernden Aussehens, seiner Beziehungen, seines Verhaltens und seines Lebensstils zu einer Figur der Kontroversen und Spekulation. 1993 wurde er beschuldigt, das Kind eines Freundes der Familie zu haben. Die Klage wurde außergerichtlich beigelegt. Familie und Freunde behaupten, dass diese Anschuldigungen angefangen haben, in den News zu laufen, als er anfing, große Erfolge zu feiern und sich weigerte, seinen Katalog an Sony zu verkaufen. Zum Beispiel wurde Ake mal bei Vlad TV auf das Thema Michael Jackson angesprochen. Er sagt genau das. Die Gerüchte haben angefangen, als er anfing, große Erfolge zu feiern und seinen Katalog nicht mehr an Sony verkaufen wollte. You know, the pedophile and the gay stuff that came. And I think all that was propaganda because Mike was doing such big things in the publishing world. The music side, he was buying out a lot of great real estate, a lot of stuff, and he wouldn't sell it back or wouldn't offer no options for it to be sold. I think what Michael was more about, it was power. Because he was super smart and understand. And at some point, you know, they're going to want to have the option to buy it back or control it to an extent. Mike just wouldn't allow it. And I think at that moment, that's when a lot of the propaganda and all this whispers and stuff start coming out about him, which was clearly not true. Michael Jackson war ein schlauer Businessmann. 1984 kaufte Michael Jackson den ATV Musikkatalog. Das machte ihn zu einer der mächtigsten Personen in der Musikverlagsszene. Paul McCartney hat mal von den Zeiten, als er mit Michael zusammengearbeitet hat, gesprochen und sagt, er hat ihm damals geraten, wenn er das richtige Geld machen will, soll er sich Musikrechte sichern. Michael sagte ihm, er wird sich die Rechte seiner Songs sichern. Er dachte, er macht nur Scherze, doch kurze Zeit später nahm Jackson seinen geschäftlichen Rat ernst und schnappte sich 1985 nicht irgendwelche Musikrechte, sondern den ganzen ATV Music Katalog für 47,5 Millionen Dollar. 1985 bot Sony Jackson 110 Millionen Dollar für eine 50%ige Beanteiligung an einem kombinierten Joint Venture von ATV und Sony Music Publishing an.
Nach vielen Hin und Her über den Verkaufspreis machten sie letztendlich einen Deal. Jackson hatte im Wesentlichen die Hälfte des Eigentums an den Songs der Beatles und anderer für einen großen Gewinn verkauft. Jacksons eigene Lieder, die im My Jack-Katalog zusammengefasst sind, wurden nicht im Deal aufgenommen. Das neue Unternehmen hieß Sony ATV Music Publishing und wurde zum zweitgrößten Musikverlag der Welt. Der Songkatalog enthält fast alle Titel, die die Beatles bis zu ihrer Trennung in 1970 aufgenommen haben, sowie auch Millionen Hits andere. Von Allstars wie Elvis Presley, Bob Dylan und Neil Diamond bis hin zu jüngeren Namen wie Eminem, Akon und Taylor Swift. Das Label besitzt die Rechte an den Texten und Kompositionen eines Songs. Jedes Mal, wenn ein Lied aufgeführt, im Fernseher oder Radio gespielt, in einem Werbespot verwendet und so weiter wird, kassiert der Verlag Tantiemen. Die Verträge variieren, aber traditionell wird das Geld 50-50 mit dem Songwriter geteilt. Michael Jackson soll alleine durch seinen Katalog ca. 45 Millionen Dollar jedes Jahr gemacht haben. Andere Quellen sagen bis zu 125 Millionen Dollar. Michael musste in seiner Zeit viele Anschuldigungen einstecken, doch in den 2000er Jahren hat es ihm gereicht. Juli 2001 war in Harlem, New York und hat eine Rede gehalten. Etwas ähnliches wie Akon behauptet. Er sagt, seitdem er sein Album Thriller gebracht hat und es zum meistverkauften Album aller Zeiten wurde, haben sie angefangen, diese Sachen zu erzählen. Er behauptet ebenfalls, dass Lügen verbreitet werden. I'm really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth. They're liars. They manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. It became the all-time best-selling album in history in the Guinness Book of World Records. Overnight, they called me a freak. They called me a homosexual. They called me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They made everything to turn the public against me. This is all complete conspiracy. You have to know that. Gehen wir mal auf das Gerücht ein, dass die Presse Lügen über ihn verbreitet. Was ich vor der nächsten Information erwähnen muss, ist, dass ich nicht weiß, wie die Daten, die ich euch jetzt zeige, in den Jahren ausgeschaut haben, in denen die Gerüchte um Michael Jackson angefangen haben. Aber sind auch so sehr interessante Informationen. Wenn man sich mal die Top-Investoren bei Sony und Newsportalen wie Fox und News Corp anschaut, fällt einem auf, dass eine Firma, die unter den Top 10 Shareholdern bei Fox und anderen Newsportalen auch gleichzeitig unter den Top 10 Investoren mit verschiedenen Fonds bei Sony ist. Also klingt es dann auch nicht mehr so weit hergeholt, dass jemand vielleicht Lügen über ihn verbreitet hat. Vielleicht wollte ein großer Investor nicht, dass sein Investment übernommen oder in Gefahr gebracht wird. Aber das sind alles nur Vermutungen und nichts ist bewiesen. Im Jahr 2002 hat er nochmal eine Rede gehalten, diesmal in London. Er teilte mit, dass es für ihn so aussieht, als ob die Künstler von Sammy Davis Jr. bis James Brown alle von Unternehmen, also von Labels, ausgenommen werden. Er sagte, dass er für Sony mehrere Milliarden Dollar eingespielt hat. Sie haben gedacht, dass er nur ein dummer Sänger ist, der nichts von Geschäften versteht. Doch er hat im Hintergrund angefangen, Rechte zu kaufen und will nun Sony mit der Hälfte von Sony verlassen. So I'm leaving Sony, a free agent, owning half of Sony. At Sony, I've generated several billion dollars for Sony. Several billion. And they really thought that my mind is always on music and dancing and it usually is, but they never thought that this performer myself would outthink them. Da hat er auch bekannt gegeben, dass er nur noch für ein Album bei Sony verpflichtet ist. Es ist nur ein Boxset. Er gibt ihnen irgendwelche alten Songs und die Sache ist vom Tisch. Auch hat es so ausgesehen, als ob er ein bisschen Paranoia vor seinem Label hat. Er sagte, dass sie angepisst sind, dass er die Hälfte von den ganzen Rechten besitzt und betitelt den ehemaligen Labelchef Tommy Mottola als Teufel. I own half of Sony's publishing and I'm leaving them. And they're very angry at me because of it, but I just did good business, you know. And Tommy Mottola is a devil. Respect. Bei einem weiteren Treffen ist er nochmal auf Sony eingegangen. Er warf Sony vor, für sein Album Invincible nicht genügend Werbung gemacht zu haben. Er glaubt, Sony wollte ihn auf diese Weise um seinen Anteil an der gemeinsamen Firma Sony ATV bringen. Die 30 Millionen Dollar, die Sony in die Produktion vom Album gesteckt hat, wollte die Firma jetzt als Druckmittel verwenden. Verschärft wurde die Lage noch durch Äußerungen, in denen der Ex-Sony-Boss Tommy Mottola wieder persönlich angriff. Coming off our seats to stand up for justice in the music industry. Sony, Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division.
He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. In einem Radiointerview, das er 2005 gegeben hat, hat er nochmal erwähnt, dass er glaubt, dass eine Verschwörung gegen ihn abgeht. Er sagt, dass der Katalog ein Haufen Geld wert ist und dass es im Hintergrund gerade einen Kampf um die Rechte gibt. Huge catalog, it's very valuable, it's worth a lot of money, and there is a big fight going on right now as we speak about that. Now I can't say whether or not, I can't comment on it, there's a lot of conspiracy. Am 25. Juni 2009 wurde Jackson im UCLA Medical Center in Los Angeles für tot erklärt. Er wurde 50 Jahre alt. Die Todesursache war eine akute Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol. Der Gerichtsmediziner bezeichnete den Tod von Michael Jackson in einer offiziellen Stellungnahme als Tötungsdelikt. Laut der US-amerikanischen Tageszeitung Los Angeles Times habe Jacksons Leibarzt Conrad Murray dem unter Schlaflosigkeit leidenden Künstler über viele Wochen hinweg das Narkosemittel verabreicht. Der Doktor wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Er ist aber schon nach 2 Jahren rausgekommen. Nach Michaels Tod ist ein Telefonat von ihm aufgetaucht. Ob diese Audio echt ist, ist nicht bekannt. In dem Telefonat ist zu hören, dass er verängstigt ist und glaubt, dass bestimmte Personen hinter ihm her sind und ihn loswerden wollen. Die Audio wurde angeblich von einem Mitarbeiter der Behörden veröffentlicht, und zwar Roger Connors. If I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. And they want to get rid of me. Juni 2011 gab seine Schwester LaToya ein Interview, wo sie von ähnlichen Gesprächen mit Michael Jackson erzählt hat. Sie sagt, dass er ihr immer gesagt hat, dass sie seinen Katalog wollen und ihn sogar dafür umbringen würden. Not to mention the fact that Michael constantly told me, LaToya, they're gonna murder me, they're gonna kill me. He would tell me that, Barbara. And that's when Michael passed. When I found out he had actually passed, I said, no, it wasn't an accident. He was murdered. Der Sohn von Jackie Jackson, der Bruder von Michael, also sein Neffe, erzählt auch was Ähnliches. Er sagt, er ist sich sicher, dass es nicht so war wie beschrieben. Auch spricht er eine Sache an, die nach seinem Tod erzählt wurde. Und zwar, dass er pleite gewesen wäre. Er sagt, das hätte niemand sein können. Er hätte nur ein paar Songs von seinem Katalog verkaufen müssen und hätte davon 100 Millionen Dollar gemacht. Mit seinem Katalog wäre es eigentlich gar nicht möglich, pleite zu gehen. I'm gonna say it out there straight for everybody listening. My uncle didn't die. He was murdered. I feel the same thing about Prince. Notice that when my uncle dies, why do you hear all his music? Why is there a Motown cartoon out now? Mm-hmm. A, B, C, da-da-da. Mm-hmm. Right. Easiest. Okay, well, obviously, when my uncle was alive, he wasn't given the rights to anybody. But when he dies, all of a sudden, oh my goodness. Eine weitere Person ist sein Vater, der ebenfalls das Gleiche behauptet. Er teilt auch mit, dass Michael vor seinem Tod viele merkwürdige Sachen gesagt hat. Und er ebenfalls glaubt, dass es wegen den Rechten ist. Auch sagt er, dass der Doktor nur der Sündenbock war und eigentlich ganz andere Leute dahinter stecken. Michael knew something was going to happen to him before it happened. Because he told his mother, said, they are going to kill me for my publishing time. Let's go back with the doctor. The doctor was carrying out orders from somebody else. I blame the doctor, but I don't blame him just by himself. Seine Schwester LaToya hat immer wieder darüber gesprochen und immer wieder das Gleiche erwähnt. Sie sagt, zuerst hat sie ihm nicht richtig geglaubt. Sie hat sich gedacht, wer würde Michael Jackson umbringen wollen? Aber Michael sagt ihr immer wieder, LaToya, du verstehst nicht, es geht um die Rechte. Sie behauptet ebenfalls, dass der Doktor nur der Sündenbock war und eigentlich ganz andere Leute dahinter stecken. Conrad Murray is simply the fall guy. This was definitely something that was premeditated, that they had planned to do, and they planned to take my brother out, and my brother knew it, and that's why he told me repeatedly and repeatedly and repeatedly that this was going to happen to him. Auch sagt sie, dass der letzte Wille von Michael, also sein Testament, gefaked wurden. Er soll in New York vor seinem Tod unterschrieben haben, obwohl er die ganze Zeit in LA war. In seinem letzten Willen hat er seinen ganzen Besitz dem Michael Jackson Family Trust hinterlassen, und 3 Personen wurden als Mitvollstrecker aufgelistet: John Brunker, John McClane und Barry Siegel. Ihnen wurde komplette Vollmacht über Michael Jacksons Eigentum gegeben. Sie hatten das Recht, zu jeder Zeit alles zu verkaufen. Aus nicht bekannten Gründen wollte jedoch Barry Siegel aus dem Vertrag gestrichen werden. LaToya sagt, er wollte, dass sie ihn rausstreichen, weil er gewusst hat, dass der Vertrag gefaked ist. Und er wollte keine Haftstrafe kriegen, falls das alles auffliegt. I truly believe and I know that the will is fake. But yet they put themselves as the executors on this estate. There was another guy that was in the will, Barry Siegel. But he pleasantly removed himself from it. Why would he do that? Because he knew that it was fake and he wasn't going to get involved in the skullduggery. That's why.
Auf jeden Fall hatten nun zwei Leute die komplette Vollmacht über Michael Jacksons Eigentum. Sie konnten natürlich nicht direkt alles verkaufen. Aber als ein paar Jahre vergangen sind, haben die bevollmächtigten Personen den Katalog, um den Michael Jackson so gekämpft hat und einigen Quellen nach bis zu 40 Milliarden Dollar wert sein soll, an das Ex-Label von Michael Jackson für 750 Millionen Dollar verkauft. Letztendlich hat Sony die Rechte gekriegt. Was denkt ihr über dieses Thema? War es ein Versehen vom Doktor oder war alles geplant? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus.